miteinander. Der Sugar Princess Christmas Cookie Club, ein echt schwieriges Wort, öffnet auch heute wieder seine Pforten und ich zeige euch heute, wie ihr einen leckeren weihnachtlichen Apfelkuchen machen könnt. Super schnell, super easy, passt wunderbar für die Festtage und für eine besinnliche Adventszeit. Generell 40 YouTuber und fleißige Blogger machen jeden Tag ein paar Türchen auf. Schaut euch das an. Ich verlinke euch das Ganze auch nochmal hier unten in der Textbox, damit ihr genau wisst, wo ihr alle Informationen bekommt, damit ihr auch nichts verpasst. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wir fangen an mit 4 Eiern. So, da kommen gleich noch 250 Gramm Zucker mit rein. Und das verrühren wir jetzt gleich mal gut. 100 Milliliter Milch in einen Topf. Wir haben hier drin 100 Milliliter Milch. 125 Gramm Butter und das Ganze kochen wir kurz auf. Und unsere heiße Mischung geben wir jetzt gleich zur verrührten Eimasse dazu. Noch heiß und gleich weiter rühren. Wir geben jetzt mal zu unseren 300 Gramm Mehl noch ein Päckchen Backpulver dazu. Und weil wir mit Äpfeln arbeiten und Natron gut mit Säure funktioniert, geben wir noch ein ganz klein wenig Natron oben drauf. Und die Mischung kommt jetzt zu unserem Rest mit dazu. Ja, das Mehl ist jetzt gar drin, das rühren wir mal noch schön und in der Zwischenzeit nehmen wir einfach etwas Öl und fetten ein tiefes Backblech schön ein. Mit etwas Öl geht es am besten und dann können wir auch schon den fertigen Teig da drauf gießen. Ah, geht ratzfatz. Und das ist ja Weihnachten auch gut, dass auch mal was schnell geht. Wir streichen den Teig noch ein bisschen glatt und schauen, dass er wirklich gleichmäßig verteilt ist. Und dann geben wir hier etwas backfeste Schokodrops mit dazu. Denn Weihnachten, das ist ja auch Schokoladenzeit. Ja, diese backfeste Schokolade, die macht nachher einen richtig guten Schokogeschmack eben noch dazu. Und jetzt legen wir auch hier die in Scheiben geschnittenen Äpfelchen einfach oben drauf. Je nachdem, wie viele ihr wollt, ihr könnt es dicker oder dünner belegen, ganz nach eurem eigenen Gusto. Ich mache das hier so. Und dann zucker ich die noch mal ein bisschen, damit der Zucker nachher auch noch ein bisschen an die Äpfel hin karamellisiert. Und das macht es eben auch besonders lecker. Weihnachtszeit, eine Prise Zimt darf da natürlich nicht fehlen, je nach eigenem Geschmack. Ich mag das immer ein bisschen, wenn eine gute, kräftigere Zimtnote rauskommt. Dann habe ich hier noch etwas Mandelkrokant, den ich oben drüber streue. Auch das macht nachher noch so ein leichtes Knacken, wenn man eben auf so ein Stückchen Kuchen beißt, oben auf die Kruste. Und natürlich gehackte Pistazien, die runden das Ganze aromatisch wirklich ab. Und ich sage euch eins, verzichtet nicht auf die Pistazien, kauft euch welche, es ist die Mühe wirklich wert, super lecker. Dann wird gebacken, 25 bis 30 Minuten, 180 Grad im Umluftherd. Ja, und so sieht es dann aus, etwas Puderzucker noch drüber und schon habt ihr hier einen herrlichen Apfelkuchen mit einer herrlichen knackigen Kruste, unten schön saftig und überhaupt nicht trocken. Genauso soll es sein. Vielen Dank fürs Einschalten und vergesst nicht, auch die anderen Kanäle anzugucken, die schon dran waren, aber auch vor allem die Türchen, die noch geöffnet werden im Sugar Princess Christmas Cookie Club. Boah, jetzt habe ich es nochmal rausgebracht. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Eine besinnliche Weihnachtszeit. Euer Roli.